Ja, schönen guten Tag, Herr Finkler, hier in der Multi-Channel-Launch am 8. Print-Day. Herzlich willkommen. Sie wurden mir als Comet-Connector-Schmiede genannt. Was macht denn Gaficon speziell? Ja, die Gaficon ist in mehreren Bereichen aktiv. Das heißt, die Gaficon ist auf der einen Seite ein normal typisches Beratungsunternehmen in den Bereichen PIM, MAM, Workflow-Optimierung. Auf der anderen Seite auch haben wir uns spezialisiert in dem Bereich digitale Printausleitung und datenbankgestützte Printausleitung und hier auf das System Comet, mit dem wir die Konnektoren bauen, das heißt eine direkte Anbindung zwischen den PIM-Systemen und dem Comet als Ausgabekanal, um dort die direkte Kommunikation zwischen den Systemen zu ermöglichen. Okay, das heißt, Sie schreiben, entwickeln eigene Konnektoren. Richtig, das heißt, wir schreiben Konnektoren für verschiedene PIM-Systeme. Das heißt, verschiedene Hersteller von PIM-Systemen kommen auf uns zu und sagen, wir würden gerne eine Schnittstelle haben, um direkt mit dem Print Comet zu kommunizieren, ohne, wie es früher üblich war, langwierige Exporte, Daten zu übertragen, sondern eine direkte Kommunikation der PIM-Daten mit dem Comet zu ermöglichen. Jetzt als Nicht-Fachmann stellt man sich die Frage, kann man sowas heute nicht standardisieren? Oder muss man da wirklich für jede Anbindung einen eigenen Konnektor schreiben? Also es gibt für jedes PIM-System einen eigenen Konnektor. Werk 2 hat da mit dem Publishing Hub eine quasi Schnittstelle, Standardschnittstelle geschaffen, gegen die wir programmieren. Aber jedes PIM-System hat seine Eigenheiten, seine eigenen Aufbauten, die man in so einem Konnektor umzusetzen hat. Und das kann man allgemeingültig für ein PIM-System machen. Was dann noch gemacht werden muss, ist bei jedem Kunden die spezielle Datenstruktur quasi anpassen. Das heißt, jeder Kunde, egal aus welcher Branche er kommt, hat einen gewissen Aufbau seiner Daten und dieser Aufbau muss entsprechend dann nochmal konfiguriert werden. Mit diesen Konnektoren, wie einfach lässt sich denn damit eine Schnittstelle zum PIM-System herstellen? Wie aufwendig ist das heute noch? Im heutigen Bereich ist es wesentlich einfacher, als es früher war. Das heißt, mit einem Konnektor, wenn er existiert für ein PIM-System, dann hat man die grundlegende Kommunikation der beiden Systeme schon hergestellt. Dann muss man eigentlich nur noch die speziellen Datenstrukturen des Kunden adaptieren. Das heißt, wie sind seine Daten aufgebaut, wie sind seine Produkte aufgebaut. Und diesen Aufbau konfiguriert man noch. Das heißt, man muss nicht mehr programmieren für die Schnittstelle. Aha, okay. Das ist ein reiner Konfigurationsaufwand und hat dann sofort die volle Funktionsumfang der Schnittstelle zur Verfügung. Okay. Und wie profitieren Kunden davon? Kunden haben den Vorteil, das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl von PIM-Systemen, die auf dem Markt in den meisten Fällen verwendet werden. Und zu mehr Systemen es halt Schnittstellen gibt, diese Konnektoren gibt, desto einfacher ist es natürlich und kostengünstiger für den Kunden, seine Schnittstellen in Richtung Comet zu realisieren. Das heißt, er muss nur noch die Anpassung seiner Schnittstellen, seiner Daten zu bezahlen und muss nicht mehr die komplette Entwicklung einer Schnittstelle oder wie es früher war, einer für ihn spezifischen Schnittstelle bezahlen, sondern er hat halt dadurch wesentlich kürzere Projektlaufzeiten, er hat wesentlich schnelleren Output seiner Daten und einen wesentlich einfacheren und flexibleren Output seiner Daten. Und auf der Seite der Datenstrukturen könnte man da nicht eine Standardisierung herbeiführen, sodass das vielleicht noch einfacher gehen würde? Es wurde angefangen, früher mal gewisse Standards für gewisse Bereiche zu erstellen, aber wenn man sieht, die PIM-Systeme werden in komplett unterschiedlichen Branchen eingeteilt, das heißt, oder auch eingesetzt. Wenn man sieht, dass ich aus einer Reisebranche oder aus dem Elektrofachhandel oder aus dem normalen stationären Handel bis hin zur Viehproduktion dort überall PIM-Systeme im Einsatz sind, dann habe ich natürlich durch die unterschiedlichen Produkte ganz andere Anforderungen an meine Datenstrukturen. Mhm. Weil für einen Kühlschrank muss ich in der Regel andere Werte hinterlegen als für einen Reisebus. Das hört sich ja so an, dass Sie in den nächsten Jahren noch viel zu tun haben. Das ist der Plan. Also wir sind derzeit sehr, sehr ausgebucht und auch in den nächsten Jahren die Projekte, die jetzt schon angekündigt sind, durch diese Anzahl der Konnektoren, die wir auch entwickelt haben, sehen wir hoffnungsfroh in die Zukunft und brauchen uns über wenig Arbeit aktuell keine Gedanken zu machen. Das ist sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Danke für Ihren Besuch. Vielen Dank, ebenso.